Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Jetzt wird's heiß, weil wir ja ein Goldnugget schmelzen wollen im Schmelzofen. Oder wie mache ich das jetzt? Ja, ich lege das Gold einfach da rein. Die Lava macht das schon. Ich kann die Nuggets doch nicht einfach so in den Ofen legen. Ich würde das flüssige Gold nie wieder aus dem Ofenrost bekommen. Das macht Sinn. Dann packen wir es da rein. So. In dem Becher geht das aber schon. Dafür ist der Becher da. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Dann wieder zu. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Achso, du lässt es einfach offen? Ist es denn jetzt schon fertig? Mit der Zange natürlich. Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. In der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Packt man natürlich auch einfach so in seine Tasche wieder. So, das Ding ist heiß. Das packen wir jetzt in die Presse. Also gut. Ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. Als alter Schmiedprofi weiß man das natürlich. So. Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Oh, ist noch heiß. Cool. Ist noch heiß. Können wir das irgendwie... Eine wunderschöne, selbstgemachte Goldmünze. Cool. Müsste man ja eigentlich fast eher behalten. Naja. Dann haben wir die ja. Ich hoffe, sie ist damit zufrieden. Bitteschön. Schau mal. Hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke. Voll nett. Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Schön. Es geht auch friedlich. Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da. Da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Ach was. Dann noch ein Stückchen weiter. Na toll. Und wir haben den Kopf der Spitzhacke. Perfekt. Es ist kaputt. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du könntest es vielleicht reparieren. Genau. Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Ist doch alles da. Waffenschmied in 14 Tagen? Jetzt lernen sie alle. Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Oh. Ja. Dann... Ja. Also schön. Wollen wir mal. Magische Schwerter, magische Schwerter, magisch... Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla, bla, bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Nein, doch nicht Level 0. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Okay. Das kriegen wir ja wohl mit der Spitzhacke hin. Passt perfekt. Dann haben wir jetzt eine Spitzhacke und dann latschen wir natürlich wieder zurück in die komische Höhle. Zu den kleinen... Ach nee, das ist falsch. Ich laufe immer in die falsche Höhle. So. Wir haben eine Spitzhacke, genau das, was wir wollten. Und Kupfer kriegen wir jetzt da hinten, hat er ja schon erwähnt. Ein kleines Kupfervorkommen.
wenn ich mich richtig erinnere. Ist aber schon... Ich weiß nicht, ob mir das so vorkommt, aber wir spielen schon recht lange mit Nate, ne? Also, das ist, mit Ivo und so ist jetzt gerade gar nicht mehr. So, hier. Ha, Kupfer abbauen. Wir gehören jetzt mit zum Club. Ich habe 3 Brocken kupferhaltiges Gestein. Aber kein Arkanitkristall drin. Arkanitkristall? Ach so, wusstest du gar nicht, dass wir einen haben wollen. Können wir dann erstmal wieder zurück zu ihr? Das reicht ja wohl erstmal. So. Kupferhaltiges Gedöns. Was mache ich jetzt damit? Das sind 3 Brocken kupferhaltiges Gestein. Ich schätze, um das Kupfer aus dem Gestein zu bekommen, muss man es schmelzen, damit es herausfließt. Ach so. Okay, dann muss das jetzt wieder da... Nee? Schmelzen? Achso, es muss erstmal wieder da rein. Ich leg so viele Steine wie möglich rein. Das macht Sinn. So, dann kann ich das jetzt auch reinstellen. Vergesst mal den doofen Becher. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Voll der Schmiedemeister. So, warten wir ein bisschen, nehmen die Zange und holen das wieder raus. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Ist doch wunderbar. Was machst du da, Nate? Einfach mal... Okay. Das Kupfer ist geschmolzen. Machen wir daraus keine Münze. Was machen wir jetzt damit? Ach so, wir wollen das ja verwenden mit dem Schwert. Stimmt, wir wollen ja gar keine Münze oder so pressen. Das Kupfer ist viel zu flüssig. So kann ich es nicht bearbeiten. Du willst es dann also härten erstmal? Abkühlen. Ah, okay. So. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Cool. Da ist es. Und jetzt bearbeiten wir das. Das Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Dann wollen wir mal. Dann aber los. Cool. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Cool. Nur noch 97 weitere Kessel. Mhm. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Ach nö. Nee, nicht dein Ernst. Ah, also schön, ich mach's allein. Dankeschön. Viel später. Sehr viel später. 98 Kessel. Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Oh mein Gott. Immerhin kann ich nun so ziemlich alles schmieden. Inklusive geborstene magische Schwerter. So ein Unfug. Guckt euch mal die Kupferkessel an. Kupferkessel. 98 Stück. Und einer schöner als der andere. Oh mein Gott. So viele. Ja. Ich kann gar nicht verstehen, warum es einigen Leuten keinen Spaß machen soll, 98 Mal dasselbe zu tun. Ist beruhigt. Genau. So kann man das auch sehen. So. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Tada! Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Na dann. Müssen wir... den jetzt dazu bringen, dass er Feuer speit. Hallo, meine Hübsche. Ja? Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden. Wärst du wohl so nett? Oh, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aber ich habe es nicht so mit der Wut. Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Ach, ist das schön. Du bist nicht gerade eine Schönheit, meine Liebste. Dein Fußballteam taugt nicht. Du bist doof. Du bist doof. Du bist ganz, ganz doof. Warum sagst du das? Oh, jetzt ist sie eher traurig. Weil es so ist. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon immer viel gelesen. Hat nichts gebracht.
Mir ist noch nie ein so dämlicher Drache untergekommen. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber eines muss dir doch klar sein. Selbst deine eigene Mutter kann dich nicht leiden. Drachen wie du sollten keine Monsterausbildung machen. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung, dein Wertesystem lustig. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Das, ist das gut oder schlecht? Schlecht. Ich gehe in Opposition zu all deinen Meinungen. Okay. Vergiss es. Das hat nicht geklappt. Ich finde, Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht? Ihr gehört nicht ins Berufsleben. Du solltest dir einen furchteinflößenden Ehemann suchen, der seinen Job macht und für dich sorgt. Das ist doch... Das macht sie bestimmt sauer. Das alles Entscheidende ist aber... ich brauche deine Hilfe, du stinkst. Du wirst nie ein gefährliches Monster. Ich sag es dir hiermit ganz offiziell. Du wirst niemals ein gefährliches Monster werden. Du kannst deine Träume begraben. Meinst du wirklich? Oh. Ich glaube das auch manchmal. Aber ich wollte doch so gern. Heute wird sie traurig. Oh, die Arme. Oh, na, halt es aus. Wer wird denn gleich? Oh je. Jetzt heult sie. Nun komm aber, Indianer kennen keinen Schmerz. Das wird schon wieder. Du wirst noch mal so ein richtig böses Monster wie all die anderen. Meinst du wirklich? Klar. Oh, danke. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Weißt du eigentlich, dass du verdammt hässlich bist? Sogar für einen Drachen? Du meinst monstermäßig hässlich und furchteinflößend? Danke! Dein Fußballteam ist das Letzte. Die können nichts, werden nie etwas können und jeder Fan von denen ist ein Idiot. Was ist Fußball? Das ist, wenn du mit einem Ball... Na, vergiss es. Ja. Du bist ganz... Warum? Weil es so... Aber das so, mit dem Aber Doof? Eines muss dir doch klar sein. So, Deine Mutter fand dich so unausstehlich, dass sie dich weggegeben hat. Natürlich, das ist bei uns Drachen so. Hast du mal mit Drachenkindern zu tun gehabt? Die will man nicht um sich haben. Stichwort brennende, giftige, ätzende Exkremente. Okay, Ich finde Drachen... Warum? Ihr gehört nicht... Doch! Das alles Entscheidende... Du stinkst. Du stinkst ziemlich gewaltig. Boah, mir brennen die Augen. Ja, so muss es einem Menschen vorkommen. Bei den männlichen Drachen ist mein Schwefelgeruch aber immer gut angekommen. Mein erster Freund nannte mich immer sein kleines Stinkerle. Wie kriegen wir die wütend? Darf ich dir vielleicht einen kleinen Sympathietee anbieten? Was ich dir schon... Ja. Du bist... Warum so? Nochmal mit dem Doof. Hey. Aber ein... Ich finde... Warum ihr so? Das ich brauche deine Hilfe. Du könntest mir mal helfen, Schätzchen. Mein Hemd müsste gewaschen und okay, gebügelt werden. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Ich habe Feuer gespuckt. Juhu. Gut für uns beide. Ich war so wütend, dass ich... Danke. Gern geschehen. Hallo? Schwert? Ah, heiß! Was zum Teufel soll das? Ich hab dich neu geschmiedet, nachdem dich ein Drache aus Versehen durchgebrochen hat. Wo ist das Monster? Ich will in seinem Blut baden. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, schätze ich. Ich werde dir einen Weg durch unsere Feinde freimetzeln. Wie cool. Wir haben den Helm, wir haben das Schwert, wir haben eine Kettenausrüstung, fehlt nur noch das Schild. Was sagt denn der Drache jetzt? Gute hat bestimmt Besseres zu tun, als mir zu helfen. Ach so. Gute hat... Ja, aber... Ja, können wir sie kitzeln? Was können wir denn noch jetzt machen? Eisfester Faden. Gibt's hier noch irgendwas, was wir machen können? Wir müssen irgendwie was zu essen hinkriegen.
oder so. Das ist unsere letzte Aufgabe für das Schild. Oh, das kann doch nicht so schwer sein hier. Wir haben die Falle schon gebaut. Jetzt, wo wir das... Pompon? Ah! Ah! In Ordnung. Damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Und jetzt jagt er doch... sagt er, er jagt alles. Pompon am Faden. Das legen wir jetzt hier oder irgendwie... Glocke, Grump mit dem Köder. Wunderbar. Das war... Also, das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Voll doof. Also gut. Also doch eine Art selbstgebastelte Maus. Na? Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Das ist Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Ah! Okay, weg sind sie. Ein Langhaarkaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Wir kriegen unser Schild. Hierher. Die sind runtergefallen, die Idioten. Naja, zumindest einer von ihnen. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Okay. Schon zwei Sachen in einem Part Ladi, bekommen. Bist du das? Du siehst so neu aus. Und du siehst fettig aus. Marx, dann sind wir ja komplett. Oh, welche Freude. Lasst uns Schädel spalten. Sagt sie beschwert. Oder nicht. Oder lasst uns schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Orklager lassen. Yeah! Nein! Und ich kann meinen Freund daraus holen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen. Genau. Ich finde, du solltest dem größten Ork im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Ist voll lustig, dass die Rüstung reden kann. Na los, Jens. Wir haben die Rüstung komplett, epische Musik. Dann geht es jetzt ins Ork-Lager, bitte sehr. Ach, da können wir da hingehen? Hallo? Ist hier eigentlich noch was, bevor ich hier weggehe? Nö, wir haben ja alles. Ja, geh in den Schrank, geh in die Ecke und schäm dich. So. Hallo? Wir haben alles zusammen. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. Schau mal, was ich habe. Ein Kriegerhelm. Hier, mein neues Schild. Schick oder erzittert von dem Schwert der Macht. Seht, ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Elende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten, dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Ich mag dein Schwert. Ich muss mich entschuldigen. Das ist ein gutes Schwert. Das Beste! Naja, du bist ganz okay. Ich hab schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Das Schwert wird dir ein wertvoller Verbündeter sein. Aber es reicht alleine nicht aus, um einen Schwächling zu einem Krieger zu machen. Okay, dann hier... Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, Speerwett. Ob Feuer oder... Ich will auch so ein Schild. Gift oder Äxte... Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Das werden wir sehen, Mensch.
Mit 2 Setteilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, besteht das Kriegerset aus 3 Teilen. Glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Pass auf, ich hab noch den Kriegerhelm. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Na endlich. Quatsch nicht so viel darum. Ich honoriert Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Kämpfe, Nate. Kapitel 4, die wilden Lande. Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Ach so, können wir wieder spielen. Ja, wir sind jetzt hier mit Ivo. Das zum Thema lange mit Nate gespielt. Jetzt können wir mit Ivo spielen. Endlich geht es weiter. Im nächsten Kapitel, im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Das ist cool, dass Nate jetzt dabei ist, Wilbur zu retten mit dem Kriegerset. Das hat ja auch eine Weile gedauert, aber wir haben alles geschafft. Und Cheep Cheep dreht hier gerade ein bisschen am Rad. Hör mal, Cheep Cheep. Ja. Mit Cheep Cheep reden wir im nächsten Part und darauf freue ich mich sehr. Und ja, hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch bisher weiter immer noch gefällt. Bis dann!